mal im Schach ein sozusagen das Matt, was oder ein Matt, was in der holländischen Falle auftreten kann. Und die Grunderöffnung ist der D4, F5. Das ist jetzt das ganz normale. Und dann jetzt hier H3. Also H3, Springer F6, ist einfach mal. Weiß gibt hier einen Bauern, dafür kriegt er, also durch diese Aktion, das sind jetzt erstmal H schlägt D4, F schlägt D4, haben sich das so ausgetauscht. Und jetzt hat Weiß zwar einen Bauern weniger, oder Turm hier, da greife ich direkt H7 an. Das wird auch später wichtig sein, mit H7 anzugreifen. Und jetzt folgt erstmal der Zug Dame D3. Der Bauer H7 hängt. Und was Schwarz, als Anfänger würde man denken, Springer F7, aber das ist schon der Fehler, Springer F7 zu spielen. Wenn Springer F6 heißt das ja, ist ja 6 in Reihen, Springer F7, Springer F6. Und jetzt kann nämlich der Turm einfach auf H7 schlagen, weil da taktische Finesse dran ist. Weil durch diese Aktion wird er einen Turm verlieren. Das sage ich auch, in welchem Grund, warum er den Turm verlieren wird. Weil wenn mich hier schlagen würde, würde er hier matt setzen. Das ist bei Chess Titans Schachmatt. Wird hier auch mir angezeigt, wie man es eigentlich anders macht hier. Also hier, der Turm wird nicht geschlagen. Wenn er den Turm wegbewegen würde, wäre es hier trotzdem matt. Und wenn er jetzt den König bewegen würde, wäre das kein Matt. Weil er die Dame schlagen dürfte. Also das wäre dann kein Matt. Wenn der König bewegt wird, dann kann der Turm einfach geschlagen werden. Und Schwarz ist so ordentlich im Nachteil. Also das Spiel könnte Schwarz auch schon aufgeben. Schwarz könnte eigentlich nicht viel machen, außer hier den Springer oder so ein bisschen bewegen. Könnte nicht viel anstellen oder hier D6 spielen, aber viel kann er gar nicht machen. Er könnte ja, Weiße könnte wieder versuchen, hier ein bisschen den König anzugreifen, aber so ist es wiederum auch nicht ganz einfach, aber ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Es gibt ja noch mehr Varianten, aber ich wollte jetzt erstmal nur die eine fest erstmal sagen. Auf YouTube finden sich noch mehr. Und da werde ich erstmal hoffen, dass das Video auch schnell über die 1000 Aufrufe kommt. Und da hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit Liken und Teilen. Wenn ihr wollt, auch abonnieren. Bis dann und ciao. Aufnahme.